Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Heini Nüchtern mit Tilo wie ein Junkie. Ich bin gespannt, das Heini-Album kommt hier raus. Es kamen jetzt schon einige Singles mit verschiedenen Leuten. Mit Lexika kam eine Single, mit wem denn noch? Noch irgendwem, ich weiß gerade nicht mehr wer. Jetzt Tilo. Tilo ist von den ganzen halt der berühmteste auf jeden Fall. Ja, wir hören uns den Song mal an. Ich glaube, der wurde sogar schon mal vor ein paar Monaten irgendwo gezeigt, bin mir nicht sicher. Ja, wir gehen einfach mal rein. Let's go. Heini, ich bin so stolz auf dich. Okay. Licht ist aus, doch ich bin hell. Geld für das Lean, das ist Trinkgeld. Heini ohne N, das bin nicht ich. Bereite dich vor und dann gib ihm. Das bin nicht ich? Wer dann? Wer dann? Für dieses High, wenn es einsetzt. Ich sample alles, das ist kein Stress. Wenn ich chille ohne Weed, geht das gar nicht. Nein, ich hab kein Tabak, ich hab Haskin. Ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin ja, was soll ich sagen? Es ist halt so ein Jersey-Ding, ne? Wie halt die ganzen anderen Songs auch schon von ihm sind. Ich muss sagen, ist nicht so meins, diese Jersey-Musik. Aber ist halt mal was anderes, ne? High wie ein Junkie, ey. Ich bin high wie ein Junkie. Ja, kann sein, dass man es mir ansieht. Ja, doch ich werf jetzt Money. Ja, Pop Champagne Bottles mit Mami. Ja. Oh, let's party. Ja. Raspberry Bacardi. Ja. Oh, Rauch Kali. Ja. Junkie Mo Pop jeden Tag. Oh, wie ein Junkie. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr ungewohnt, Tilo auf so einem Beat zu hören. Ist ja klar, weil das gab es noch nie. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber ist eigentlich ganz nice. Lieg ich da 80 Milligramm, wie ein Junkie. Zähl ich grad meine Pillen ab, wie ein Junkie. Hör ich auch doch fang wieder an, ja, wie ein Junkie, ja. Ja, ich habe auch gesehen, Tilo ist sehr, sehr gesund unterwegs. Der hatte ich eben noch zugeguckt auf Instagram, Livestream von dem. Der sah verdammt gesund aus im Gegensatz zu anderen Zeiten. Der tut ja auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel Zeug nehmen. Was natürlich gut ist. Das ist richtig, richtig gut so. Er sah wirklich gesund aus. Mach weiter so. Ein Junkie, ja. Ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin high wie ein Junkie. Ey, ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin high wie ein Junkie. Heini ohne N, das ist falsch. Und ich bin zurück auf dem Grind. Und ich bin zurück auf dem Scheiß. Heini ohne N, das ist falsch. Das ist falsch, ja. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass hier noch ein Musikvideo bei wäre. Das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Ich lasse sie nicht mehr rein. Ich gang den Ochsen, das ist Kampfsport. Wer ist higher als ich? Keine Antwort. Dick Slab, er gibt mir Undercut. Zwei Stück, sie kommen aus Valencia. Krokodil am Fuß, doch es beißt nicht. Das hier steht, das nicht Hightech. Ich liebe dieses Hoch, wenn es einsetzt. Er verliert den Kampf, weil er falsch kämpft. Liebe dieses High, wenn es einsetzt. Ich sample alles, das ist kein Stress. Wenn ich chille ohne Weed, geht das gar nicht. Nein, ich hab kein Tabak, ich hab Haskin. Ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high. Ja, ist ganz lustig so, aber jetzt auch nicht. Also würde ich mir jetzt nicht privat anhören, ja. Wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin high wie ein Junkie. Ey, ich hab Cookies in der Bag, keine Munchies. Ich bin high wie ein Junkie. Ich hab Nächte voller Arbeit, keine Party. Ich bin high wie ein Junkie. Ey. Dieses Jersey auf dem Album, auf dem Songcover, das hätte ich gerne. Das sieht cool aus. Ja. Jo, das war's, ne? Ja, wie gesagt, ne, ist nicht so meine Musik, dieses Jersey. Ich werde mir natürlich das Album von Heini anhören, wenn es rauskommt, ganz klar. Da wird auch bestimmt irgendwas dabei sein, was mir gefällt. Ich hatte gesehen oder gelesen, dass noch ein Song mit Absent auf dem Album ist. Ich glaube sogar mit Sebi, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist absolut cool, ja. Ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab.
Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.